Wir hatten eben die Grammatik, s geht über nach s plus s, s mal s, Klammer auf s und a. Und wir gucken uns jetzt einfach nochmal zwei Ableitungen an. Und ich male die mal direkt als Ableitungsbaum hin. Ja, und zwar wende ich als erstes an, s geht über nach s plus s. Und was ich jetzt mache, ist eine sogenannte Linksableitung. Linksableitung heißt, ich ersetze immer das am weitest links stehende Element durch eine entsprechende Regel. Und zwar, ich wende jetzt wieder eine Regel an hier für dieses s. Dann nehmen wir jetzt beispielsweise mal, ich mache das mal anders. Ich sage mal, ich wende hier mal die Regel an s mal s. So, jetzt mache ich eine Linksableitung. Ich ersetze jetzt dieses erste s hier durch s plus s. Und jetzt ersetze ich dieses a hier. Setze ich ein für das S hier genauso. Linksableitung, immer das am weitest links stehende Element. Und dann hier das. Markieren wir nochmal hier die Blätter. Das ist das Dingen, das, der, der, der. Da kommt dann raus A plus A. Also die Front wäre an dieser Stelle A plus A mal A. Und das Ganze gibt es natürlich auch als Rechtsableitung. Ich fange an wieder mit S. S geht über nach S mal S. Und Rechtsableitung heißt, ich ersetze immer die am weitest rechts stehende Variable. In diesem Fall wäre das halt dieses S. Auch da setze ich mal wieder ein. S geht über nach S plus S. Und dann ersetze ich jedes S durch ein A. Da kommt in diesem Fall was anderes raus, was mathematisch aber identisch ist. Hier immer das am weitest rechts stehende Element wird ersetzt. Bei der Linksableitung das am weitest links stehende Element. Hier nochmal die Front eingezeichnet. Raus A mal A plus A. Ja, so rein formal ist das ein anderer Ausdruck als der hier unten. Aber da haben wir nochmal die Begriffe Links- und Rechtsableitung.